Herzlich Herzlich willkommen, willkommen, liebe liebe Damen Damen und und liebe liebe Herren. Herren. Es Es ist ist Freitag. Freitag. Ich Ich weiß weiß zwar zwar nicht, nicht, der der wievielte wievielte jetzt jetzt zu zu Hause. Hause. Ich Ich habe habe mich mich wie wie immer immer schön schön gekleidet, gekleidet, so so wie wie es es passt passt und und auch auch so so wie wie es es für für einen einen wirklich wirklich tollen tollen Sportler Sportler gehört. gehört. Und Und zwar, zwar, ich ich ehre ehre ihn ihn im im Sinne Sinne des des Outfits, Outfits, ja. ja. Und Und was was viele viele nicht nicht wissen, wissen, dieser dieser Junge Junge ist ist sehr, 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 sehr sehr erfolgreiche erfolgreiche Herr Herr im im Sport. Sport. Wir Wir teilen teilen eine eine Heimat Heimat und und das das finde finde ich ich sehr, sehr, sehr sehr angenehm. angenehm. Ich Ich freue freue mich, mich, dass dass er er heute heute Zeit Zeit hatte. hatte. Nur Nur ganz ganz kurz, kurz, ja, ja, wir wir hatten hatten am am Mittwoch Mittwoch den den Chicken Chicken am am Start, Start, eine eine Custom-Legende Custom-Legende im im Harley-Davidson-Dasein. Harley-Davidson-Dasein. Und Und ich ich freue freue mich mich nach nach wie wie vor vor über über diese diese vielen vielen Zuschauer. Zuschauer. Vielen, Vielen, vielen vielen Dank, Dank, dass dass so so viele viele zugeschaut zugeschaut haben. haben. Tolle Tolle Resonanz Resonanz und und Hut Hut ab. ab. Mein Mein kleiner kleiner speckiger speckiger Hund Hund Alphons Alphons ist ist auch auch am am Start. Start. Man Man sieht sieht ihn ihn im im Hintergrund. Hintergrund. Er Er geht geht jetzt jetzt wahrscheinlich wahrscheinlich ein ein bisschen bisschen auf auf den den Balkon. Balkon. Und Und zum zum Thema Thema Lokales. Lokales. Ich Ich möchte möchte darauf darauf hinweisen, hinweisen, dass dass ab ab Montag Montag das das legendäre legendäre Centro Centro Kaffeebar Kaffeebar im im Herzen Herzen von von Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen und und zwar zwar am am Marienplatz Marienplatz hat hat am am Montag Montag geöffnet geöffnet zwischen zwischen 9 9 und und 14 14 Uhr Uhr und und zwar zwar Kaffee Kaffee to to go. go. So, So, das das war war Werbung Werbung und und jetzt jetzt kommen kommen wir wir zu zu einem einem Mann Mann und und ich ich glaube, glaube, es es ist ist einfach einfach gut, gut, wenn wenn man man dieses dieses Lied Lied einspielt. einspielt. Der Der ein ein oder oder andere andere wird wird es es kennen. kennen. Hello Hello out out there, there, hello hello out out there. there. It's It's hockey hockey night night tonight. tonight. Tension grows, Ja, the jeder weather kennt's holds, ja. and the Und klassisch klassisch zu zu dem dem Lied Lied möchte möchte ich ich ihn ihn begrüßen. begrüßen. Hier Hier ist ist er, er, hier hier ist ist Maxi Maxi Kastner. Kastner. Maxi, Maxi, grüß grüß dich! dich! Servus. Servus. Schön, Schön, dass dass er er da da ist, ist, der der Bub. Bub. Du, Ja, was danke sagst für die du zu. Einladung. Gerne, Gerne, du, du, was was sagst sagst du du zu zu meinem meinem Outfit? Outfit? Ist Ist das das Outfit Outfit ist ist ja ja voller voller Scheißdreck, Scheißdreck, oder oder diese diese Ausrüstung? Ausrüstung? Ja, Ja, passt passt wie wie angegossen, angegossen, würde würde ich ich sagen. sagen. Stimmt. Stimmt. Ich Ich habe habe ja ja ganz ganz kurz, kurz, ich ich weiß weiß nicht, nicht, ob ob du du es es weißt, weißt, ich ich hatte hatte ja ja ganz ganz kurz kurz eine eine Eiskunstlaufkarriere Eiskunstlaufkarriere und und bin bin dann dann aber aber doch doch letztes letztes Jahr Jahr oder oder in in diesem diesem Winter Winter war war ich ich zum zum ersten ersten Mal Mal so so ein ein bisschen bisschen Kanackern Kanackern am am Pflegersee Pflegersee und und es es macht macht mir mir Spaß. Spaß. Also Also ich ich verstehe, verstehe, dass dass du du dein dein Hobby Hobby zum zum Beruf Beruf gemacht gemacht hast. hast. Ja, Ja, das das habe habe ich ich wirklich wirklich gesehen, gesehen, deine deine starke starke Performance Performance beim beim Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen. Es Es war, war, selber selber habe habe ich ich das das noch noch nie nie gemacht, gemacht, aber aber mir mir gefällt gefällt es, es, dass dass du du Spaß Spaß drauf drauf hast, hast, dass dass am am Pflegersee Pflegersee ein ein bisschen bisschen Kanackern Kanackern hast hast dürfen. dürfen. Die Die Frage Frage ist, ist, also also du du musst musst immer immer sehen, sehen, also also Outfit Outfit oben oben passt, passt, dann dann habe habe ich ich mir mir extra extra heute heute mit mit dem dem Eishockeyschläger Eishockeyschläger auf auf die die Nase Nase geschlagen, geschlagen, weil weil Eishockeyspieler Eishockeyspieler haben haben ja ja oft oft einmal einmal irgendein irgendein Problem Problem und und ich ich lasse lasse mir mir die die Haare Haare wachsen wachsen und und ich ich habe habe so so einen einen Pornobalken Pornobalken wie wie viele viele Eishockeyspieler. Eishockeyspieler. Da Da kommen kommen wir wir aber aber gleich gleich dazu. dazu. Nur Nur zur zur Information, Information, Maxi, Maxi, du du kannst kannst es es nicht nicht sehen, sehen, ich ich schon. schon. Ich Ich sehe sehe die die verschiedenen verschiedenen Fragen Fragen auch auch von von unseren unseren Zuschauerinnen Zuschauerinnen und und Zuschauern. Zuschauern. Deswegen Deswegen werde werde ich ich dich dich ab ab und und zu zu wahrscheinlich wahrscheinlich mal mal unterbrechen unterbrechen müssen müssen und und stell stell dann dann die die Fragen Fragen an an dich. dich. Maxi, Maxi, erzähl erzähl einmal, einmal, wann wann geboren geboren und und wo? wo? Also, Also, ich ich bin bin am am 3. Januar 93 in schönen Garmisch-Partenkirchen geboren. Und ja, hab aufgewachsen später, in. Aufgewachsen wo? genau, In. in Fachand, im Fahrrad. heiligen Ort Fachand. Ja, Ja, stimmt. stimmt. Du Du hast hast zwei zwei Brüder. Brüder. Du Du hast hast zwei zwei Brüder. Brüder. Genau. Beide Beide sind sind älter. älter. Die sind Um. 85er und 86er Jahrgang. Also ein bisschen Abstand ist dazwischen. Aber ich habe mich gut eingefunden und bin so denen ja ein bisschen auf den Nerv gegangen. Und Als ja, haben wir gleich Jüngster. gehabt beim Aufwachsen. Genau. Hat Hat man man denn denn als als Jüngster Jüngster in in der der Familie Familie dann dann wirklich, wirklich, der der Erste Erste hat hat es es ja ja immer immer am am schlimmsten, schlimmsten, der der Sebastian Sebastian hat hat es es wahrscheinlich wahrscheinlich am am schlimmsten schlimmsten gehabt. gehabt. Aber Aber bei bei dir dir hattest hattest du du Narrenfreiheit Narrenfreiheit oder oder war war das das alles alles immer immer noch noch relativ relativ streng? streng? Ja, Ja, teils, teils, teils. teils. Also Also bei bei mir mir war war es es nicht nicht mehr mehr so so streng. streng. Also Also ich ich habe habe schon schon einige einige Sachen Sachen machen machen dürfen, dürfen, was was die die vielleicht vielleicht in in dem dem Alter Alter nicht nicht machen machen haben haben dürfen. dürfen. Aber Aber ja, ja, ich ich glaube glaube im im Großen Großen und und Ganzen Ganzen habe habe ich ich genauso genauso einen einen Schmarrn Schmarrn gemacht gemacht wie wie die. die. Und Und das das haben haben wir wir alle alle drei drei nicht nicht davor davor gekommen gekommen mit mit dem dem Ärger. Ärger. Das Das glaube glaube ich. ich. War War schon schon eine eine schöne schöne Zeit, Zeit, ja. ja. Mit Mit wie wie vielen vielen Jahren Jahren bist bist du du das das erste erste Mal Mal auf auf Schlittschuh Schlittschuh gestanden? gestanden? Das erste Mal war es mit 3 Jahren ungefähr. Und das war auf dem Eisplatz nur in Fachhand. Und dann mit 4 bin ich offiziell zum Eistraining beim Rissersee gegangen, bei den Bambinis. Und ja, da bin ich ja sehr, sehr lange geblieben. Fassen Fassen wir wir mal mal kurz kurz zusammen, zusammen, wie, wie, hat hat dein dein Vater, Vater, hat hat der der die die drei drei Jungs Jungs so so in in die die Richtung Richtung Eishockey Eishockey gebracht? gebracht?
Und ja, ich glaube, meine Brüder haben so mit 7, mit 8, glaube ich, ungefähr angefangen. Aber kommen jetzt da hin. Und ja, und dann, wie gesagt, als Dritter im Bunde bin ich natürlich da mit überall aufs Eis oder auf der Straße in Kanakern gegangen. Und ja, ich habe immer meinen Spaßdruck gehabt. Und ja, hab das bis heute noch. Du, der Sebastian war ja auch ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Ligen er gespielt hat, auch relativ hoch, kann man sagen. Der mittlere war doch auch DEL, oder? Hat er auch mal DEL gespielt? Nein, beide haben zweite Liga gespielt und dritte Liga. Und ja, genau, aber wie gesagt, von denen habe ich damals sehr, sehr früh gelernt und mitgenommen und bin froh, dass ich die Erfahrung mit denen alles gemacht habe. Ich glaube, mit denen, also durch denen bin ich da, wo ich jetzt bin. Und ja, wie gesagt, das ist nicht nur mir zu verdanken, sondern sehr viele an denen, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, ja. Du, und dann hast du wahrscheinlich Kindergartenfahren besucht, Volksschule Fahrhand, wie ging es dann weiter? Kannst du dich an deine Lehrerin noch erinnern? Wie hieß deine Lehrerin in der Volksschule? Genau, meine erste Lehrerin war die Frau Kalmutschak. Aha, okay, okay. Aber das nicht leider nicht lange, weil sie dann schwanger war und da halt dann ja, im Mutterschutz gegangen ist. Und genau, was ich vorher nur vergessen habe, das erste Mal auf Rollerblades gestanden war mit 1¾. Mit 1¾? Haben dich deine Brüder nicht mögen und haben dich einfach auf Rollerblades gestellt, oder wie? Meine Mutter schwitzt ja da, die hat ja Angst. Meine Mama ist mit mir spazieren gegangen und die hat dann einen Kinderwagen hinterhergeschoben oder nebendran und ich bin mit Rollerblades hinterhergefahren. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wer sind schlittschuhtechnisch von euch drei so am talentiertesten, sagen wir es einmal so? Ja, würde jetzt ganz frech behaupten, dass ich das wäre. Sehr gut, wollte ich hören. Du, Maxi, Frage, ich weiß, es ist dein Sponsor, ich dürfte jetzt Red Bull trinken, wenn du Wert drauf legst, oder ich trinke aus unserer Heimat ein Bier. Du kannst es jetzt bestimmen. Ja, zur Feier des Abends ein Bier, darf ich sagen. Danke, sehr gut. Ich bin ja nicht so. Ja, sehr gut, sehr gut. Du, Volksschule, warst du ein guter Schüler? Anfangs ja, da war ich noch sehr bemüht und dann muss ich leider zugeben, dass mir ja der Fleiß da ein bisschen runtergekommen ist und je mehr Fokus auf den Sport gehabt habe und natürlich dann nicht so den Fokus mehr auf die Schule gelegt habe, deswegen habe ich mich damals auch beim Lernen nicht so einfach so, weil ich wollte es einfach auch nicht machen, ich wollte immer draußen sein, wollte spielen, wollte Spaß haben. Und habe mich aber trotzdem irgendwo überall durchbissen. War, wie bei vielen Kindern, bei mir war es nicht so, weil ich, glaube ich, der untalentierteste Fußballer der Geschichte des TSV Fahrhand war. Also nur zur kleinen Information, in der ersten Klasse habe ich angefangen, Fußball zu spielen, wurde dann innerhalb von 2 Wochen vom Stürmer zum Mittelfeldspieler, weitere 2 Wochen dann zum Verteidiger. Dann war ich Torwart 3 Tage und dann, jetzt kommt's, Ersatztorwart. Und das ist natürlich hart mit 6 Jahren, wenn du Ersatztorwart wirst. Hast du mal auch so das Thema Fußball favorisiert oder war es immer Eishockey-lastig alles? Ich habe es einmal bei Fahrhand probiert, aber da ist mir auch dann ziemlich schnell die Lust vergangen. Ja. Da die Song. Und ich wollte eigentlich nichts anderes wie Eishockey spielen. Wie gesagt, im Sommer habe ich dann meine Rollerblades angezogen, habe mal draußen im Hof, habe mal Papa Deckelkisten hingestellt und habe da 1000 Schüsse ungefähr neu gemacht. Okay, also schon von Anfang an immer sehr Eishockey fokussiert. So, wir haben schon die ersten Fragen. Also erstens einmal von Maxi Pop. Hey, ihr zwei, wie geht's? Ja, ich denke, bei mir geht's gut, dir auch, Maxi. Und Maxi Pop fragt auch, wie lange hast du beim SCR gespielt, bevor du zu München gewechselt bist oder zu München gegangen bist? Ja, mit 17 habe ich in der DNL, also in der Jugend, die höchsten Jugendklasse noch gespielt. Habe zudem parallel in der Oberliga gespielt, in der ersten Mannschaft. Und dann im Jahr drauf oder in der Saison drauf bin ich dann in die erste Mannschaft aufgenommen worden, fest, weil ich ja zu alt für die Jugend war und habe da dann 4 Jahre gespielt.
bis ich dann nach München gegangen bin. Also mit 120 bin ich nach München gewechselt. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Wir befinden uns jetzt gerade so 4., 5. Klasse. Der kleine Maxi macht jeden Tag 1000 Schüsse. Wie oft hat man denn in dem Alter Training? Also ich weiß noch, meine ganzen Eishockey-Freunde, die hatten immer 4, 5 Mal Training am Wochenende, Spiele und so weiter. Also muss man auch mal sagen, zum Lernen hat man da keine Zeit, aber Freizeit hat man ja auch nicht, oder? Ja, es geht eigentlich im Sommer, hast halt deine 3 Trainingseinheiten in der Woche, so wenn du in dem Alter bist, und wenn es dann wirklich zum Winter zugeht, dann hast du wieder öfters, hast 3, 4 Mal in der Woche Training, dann hast du deine Spiele am Wochenende, also ja, wie du gerade gesagt hast, also viel Zeit zum Lernen war nicht, und wie gesagt, ich hätte mir da ein bisschen mehr dahinter hocken können, aber wollte ich natürlich nicht. Im Endeffekt hast du ja alles richtig gemacht. Es gibt ja viele, leider auch gescheiterte Existenzen, die alles auf den Sport legen. Dann kommt eine blöde Verletzung dazwischen und dann war es das ab und zu. Leider schade, aber so ist es. Du, bist du dann, wie war dein schulischer Weg? Wie ging es dann weiter? Volksschule, Hauptschule, Realschule oder was hast du gemacht? Also ich bin dann aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Ja, da kann es ja nicht schlecht gewesen sein. Ja, aber wie gesagt, ich hätte mehr machen können. Okay, okay. bis zur 8. Klasse und danach bin ich in die Realschule gegangen, weil ich von mir selber aus gesagt habe, also die Noten haben nicht passt und ich habe von mir selber aus gesagt, bevor ich jetzt dann nochmal ein Jahr mache und mich durchquäle, das macht keinen Sinn. Ich gehe in die Realschule, gehe den Weg. Dann habe ich meinen Realabschluss gemacht. Danach habe ich meine Ausbildung beim Abendtum Herbert, bei der Versicherung gemacht, okay. Aber als Bürokaufmann. Ja. Die habe ich 3 Jahre gemacht, die Ausbildung. Bin, also habe Bürokaufmann abgeschlossen. Genau, und dann habe ich mich erst einmal den ganzen Fokus aufs Eis gesetzt. Und jetzt habe ich vor Wochen ein Studium angefangen. Wie ist es denn damals, Sarah Kastner? Wer ist, ist Sarah deine Mama? Nee. Deine Schwieger. Wie? Wer? Schwägerin. Von Beni die Frau. Wie hat er früher seine Penalty beim Straßenhockey bekommen, stellt sie die Frage. Ja, der Beni stellt die Frage, weil der hat. Okay. Ja, das war ein simpler Trick eigentlich. Wenn ihr einen Ball gehabt habt, also wir haben immer mit dem Tennisball gespielt, dann, und mir den irgendwann noch abgeluchst hat, weil die anderen ja doch dementsprechend älter waren und besser in dem Alter, habe ich mir danach fallen lassen und habe ganz laut um eine Penalty geschrien. Ah! Und habe so meine Penalty-Schüsse gedrückt. Du, das war natürlich auch für dich ein Vorteil, weil du hattest ja zu Hause immer jemanden, der mit dir Eishockey spielen wollte oder auch nicht. Es war auf jeden Fall immer jemand da. Ja, genau. Du, und während der Ausbildung, also braucht man ja auch einen sehr toleranten Chef, weil ich weiß ja nicht, die Trainingszeiten orientieren sich ja definitiv nicht nach den Arbeitszeiten, sondern eher umgekehrt. Also wie macht man das am Chef klar? Chef, ich bin vielleicht am Montag, komme ich erst um 10, weil ich komme erst mit dem Mannschaftsbus um 4 Uhr an. Wie macht man das am Arbeitsgeber klar? Ja, wir haben das von Anfang an offen diskutiert. Da, wo ich mich beworben habe, habe ich gesagt, dass die halt nebenbei in der ersten Mannschaft in Garmisch spiele und Herbert war damals schon Supporter von denen und hat mir so quasi keine Steine in den Weg gesetzt, sondern hat es mir wirklich frei gemacht und mir da absolut unterstützt bei dem Ganzen und da bin ich ihm halt noch dankbar, weil es sicherlich nicht selbstverständlich ist, dass man sowas macht. Stimmt, ja. Wie du gesagt hast, ich habe früher gehen dürfen, habe zum Training gehen dürfen, früher bin danach aber wieder zur Arbeit gegangen, habe ein bisschen Mittag länger gemacht, habe Nachmittag noch ein paar Stunden Druck gehängt und wie du gerade gesagt hast, wir haben in Bremerhaven, wenn wir am Samstag gespielt haben, dann bin ich einmal später in der Arbeit gekommen, bei mir jetzt wie gesagt um 5, 4, 6 erst in der Früh heimgekommen sind und ich war da wirklich noch nicht in der Lage zum Arbeiten. Ja. Und
Ja, so ist das wirklich zustande gekommen dann. Du, und wann hat sich, gut, ein bisschen wieder zurück, aber jetzt, Eishockey, du hast da Bambinis gespielt und so weiter, kann man eh noch nichts sagen. Wann hat sich bei dir ein bisschen so rauskristallisiert, dass, oder warst du am Anfang eher schlechter oder hast kein Selbstbewusstsein gehabt? Wann hat sich bei dir dann ein bisschen so rausgestellt, oh, der ist talentiert? Ja, das war schon ziemlich früher, Okay. weil ich habe mit die Älteren schon mithalten können und Okay. hab dann auch schon in der höheren Klasse, Altersklasse gespielt. Ja. Und ja, so bin ich auch schon früh gefördert worden von den Trainer und vom ganzen Nachwuchssystem in Garmisch. Ja, das hat sich ziemlich früh schon herausgestellt. Was mich ja unheimlich interessiert, weil ich habe ja diese Eishockey-Geschichte oder diese Karrieren von manchen zwar mitbekommen, aber nie so diese Informationen, die eigentlich sich jeder fragt. Wann entscheidest du selber eigentlich, welche Position du spielst? Oder wird man da so reingepresst oder reingedrückt? Oder, also ich wäre jetzt mit 1,90 und 110 Kilo wahrscheinlich kein Stürmer, kann ich mir vorstellen. Geben dir das die Trainer vor oder kann man da schon selber auch ein bisschen was lenken? Ja, das siehst du im Training ab und zu schon. Manche sind an der Scheibe im Sturm ziemlich gut, manche sind im Verteidigen auch besser. Ich meine, das gibt es ja im Fußball, glaube ich, ja, dass man sieht einfach, wer mehr Qualitäten vorne oder hinten hat. Und bei mir war das eigentlich schon immer Stürmer. Also ich wollte eigentlich immer schon Tore schießen, ich wollte vorne spielen, nie hinten. Und ja, Trainer gibt es, die dann irgendwo in der Situation nahe stecken. Ich meine, es gibt Zeit noch. Ich kann zum Beispiel an Seidenberg Janik als Beispiel hernehmen, der jahrelang, bis vor 3 Jahren, hat der Stürmer gespielt und ist mittlerweile 36. Und der Don hat ihn dann also unser Trainer, zum Verteidiger umfunktioniert, wo er dann ein Jahr später Verteidiger des Jahres geworden ist. Okay. Also wie gesagt, das kann bei mir eventuell auch noch passieren. Aber wie gesagt, normalerweise findet man für sich selber was einem Spaß macht, welche Position. Der andere mag auf einmal Torwart sein. Es gibt viele Leute, die sind im Feld unterwegs und auf einmal sagen sie, boah, jetzt habe ich Bock auf den Torwart. Das gibt's auch. Und was sind so deine Stärken beim Eishockey, wo du sagst, da bin ich gut und was sind so deine Schwächen? Inzwischen auch, hat man als Profi jetzt wie du, ich meine, du spielst ja wirklich oberste Liga und hast im deutschen Eishockey schon fast alles erreicht. Gibt es bei dir noch Schwächen oder bist du ein kompletter Spieler? Natürlich kann man immer besser werden, das ist schon klar, aber gibt es bei dir Ja. Schwächen, wo du sagst, ich muss jeden Tag das und das machen? Ja, es gibt, wie du gerade gesagt hast, es gibt überall Verbesserungsmöglichkeiten. Haben NHL-Spieler genauso an sich, aber ich sagen, die ersten ein, zwei Schritte kann die ein bisschen spritziger sein. Okay. Bei mir, mein Markenzeichen ist eher das, dass ich sehr kampfwillig bin. Also ich gebe selten auf, ich bin quasi so eine Art Kampfschwein, da ich jetzt sagen. Bin unangenehm für den Gegner. Fahre Ja. meine Checks gern zu Ende, wo es rumpelt, bin ich eigentlich immer mit dabei. Was meine Stärken auch noch sagen, ist, ich habe ein gutes Auge für Mitspieler. Also ich kann gute Pässe spielen und ja, weiß auch, wo das Du. Tor steht ab und zu. Was würdest von jedem Eishockeyspieler ist doch irgendwie auch immer der Traum, so Kanada, klar NHL, aber da brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden, aber so Eishockey-Camps und so weiter, warst du in Kanada und hast dich dort verbessert? Oder warst du, gibt es sowas im Eishockey, dass man im Sommer immer auf Camps ist oder wie ist das im Eishockey? Ich war früher, wie alt war ich denn da? 8, 9, 10, sowas. Ich war in Tschechien, im Marienbad. Das war früher sehr bekannt. Das hat immer so im Juli, August angefangen. Das war ein richtiges Eishockey-Camp. Da waren ein, zwei NHL-Spieler dabei, die dich in der Woche mit begleitet haben. Und da bist du wirklich alles durchgegangen, hast Turniere gespielt. Und das hat mir damals sehr viel geholfen. Ich kenne da Marcel Nöbels, der war damals auch da öfters. Und der spielte mittlerweile in Berlin auch, war in Kanada ein bisschen tätig. War vor 3 Jahren war ich bei New York Islanders im Camp, beim NHL-Team. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt erzähl nochmal. Also, man sagt immer, die NHL-Spieler sind alle im Schnitt
15 Kilo schwerer und meistens auch größer. Ist es immer nur ein Gelaber oder ist es wirklich so? Sind die einfach eine Liga drüber, körperlich jetzt? Ja, die sind schon gut benannt. Also wie gesagt, es gibt ja kleine, quirlige Spieler, die dann richtig schnell sind. Und es gibt halt die größeren, wie deine Maße zum Beispiel, aber die können halt dann auch einfach Eishockey spielen. Ja. Und da ist es halt nochmal der kleine Unterschied. Bei denen wird das alles nochmal ein bisschen mehr gefördert von klein auf. Das wollte ich fragen, ist es die Masse an Menschen in Kanada oder wird es einfach von Anfang an mehr gefördert? Wie ist das in Kanada? Ja, das wird von Anfang an mehr gefördert. Du musst ungefähr, du kannst vergleichen mit Fußball in Deutschland. Bei uns wird Fußball in Deutschland auch viel mehr gefördert als wie in anderen Sportarten. Und so ist es aber in Kanada mit Eishockey. Bei denen ist der Nummer 1 Sport, ist der Nationalsport. Ja. Und wie gesagt, unsere Fußballer im Jugendbereich sind auch immer Top-Level, genauso wie bei denen die Jugend Top-Level ist. Du hast einmal gesagt beim Interview, wenn du einen Wunsch frei hättest oder wenn du eine andere Sportart wählen könntest, wo du Profi werden könntest, dann wäre es Fußballer gewesen. Ist das wirklich so oder war das nur ein Spaß? Ja, es ist ja zum Teil, gebe ich offen und ehrlich zu, zum Teil Geldsache. Ja, klar, brauchen wir nicht reden. Das, was die Fußballer in Deutschland verdienen, ist ja ein Haufen Geld. Und im Gegensatz zu uns ist es halt, man fragt halt immer so, welche Leistungen bringt der Fußballer, damit er so viel Geld verdient? Und was, wo ist der Unterschied, dass er so viel mehr verdient richtig, als wir? Ja. Ich meine, mir würde jetzt behaupten, dass wir unseren Körper mehr Schaden zufügen als Fußballer. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das ist mit Knöchel, Knie, wenn man alt ist. Nee, aber Maxi, ganz ehrlich, du erkennst es ja auch. Da gibt's doch immer diese Vergleiche Fußballer und Eishockeyspieler, weißt schon. Die Fußballer machen Schwalben, liegen dort 13 Stunden und heulen. Und der Eishockeyspieler, dem fehlt der Zahn, dem hängt das Auge und der kommt wieder raus und gibt wieder Vollgas. Also ich glaube schon, natürlich, meine persönliche Meinung ist, jeder Leistungssport, also ab einem gewissen Level, fordert den Körper, egal wie, ob es jetzt Fußball, Basketball, Eishockey ist. Aber ich glaube, durch Fremdeinwirkung ist es neben Football, Eishockey, glaube ich, sind die toughesten Sportarten. Handball darf man nicht vergessen. Hast du eigentlich schon Probleme irgendwo? Mittlerweile schon. Ich habe zweimal mein Knöchel jetzt schon operiert. Dein Knöchel? Ja, wie das? Der ist doch fest im Schlittschuh drin. Ja, aber den habe ich mir zweimal so verdreht, dass ich mal beim ersten Mal Innenbandknöchel, also das Innenband ausgerissen habe vom Knochen und beim zweiten Mal habe ich mal so das Muskelband gerissen, also da zweimal operiert worden. Ja, Handschuh gebrochen, meine Schulter links habe ich schon zweimal gesprengt. Wow, und das in dem Alter. Kommen wir nochmal zurück zum SCR. Also du bist jetzt ein toller Jugendspieler. Ich glaube, mich entsinnen zu können, es gibt doch da den BEV, also so die bayerische Auswahlmannschaft und Nationalmannschaft. Warst du da immer dabei oder warst du eher am Ende dann sehr, sehr erfolgreich? Wie ist denn das, wenn man dann Profi wird? Warst du immer in diesen Auswahlmannschaften? Ich war in der bayerischen Auswahl, war ich immer dabei. Okay. Und bei der deutschen, also beim DEB, das fängt dann ab 16 Uhr, also U16, und da war ich am Anfang dabei, bis ich einen Trainer gekriegt habe, der einen komischen Satz mit mir gesagt hat, im Einzelmeeting, so, er sieht nicht, dass ich für Deutschland spielen will, und seitdem habe ich ja nie wieder Einladung gekriegt. Okay. Und ich weiß auch nicht, ob das ernst gemeint war oder er irgendwie einen Grund gesucht hat, aber danach war ich bei der U20 eigentlich wieder vorgesehen, also mit zum Spulen bei der U20 WM, habe mir aber zwei Monate davor, habe ich mein Schulter-Eckgelenk gesprengt. Nein! Ich dachte, da war ich raus und und dann bin ich vor 3 Jahren wieder zur A-Nationalmannschaft eingeladen worden. Ah, sehr und gut. So wie jetzt letzten November. Stark. Du, du bist jetzt Jugendspieler, bist gerade in der Ausbildung, fährst zu deinen Turniere, du kommst jetzt zum ersten Training, zur ersten Mannschaft des SCR.
Wie fühlt man sich? Also man muss sagen, man kennt ja viele, klar, man kennt sich vom Ort oder so, aber man hat ja selber einen gewissen Ehrgeiz, jetzt da abzuliefern. Ist man da bei diesem Sprung, sagen wir mal, vom Jugendlichen zum Mann zu werden, sportlich gesehen, ist man da nervös oder warst du da recht cool und lässig? Ja, ich war sicherlich nervös. Wenn du in der Jugend spielst, dann hast du nie wirklich Zuschauer. Du hast die Eltern von jedem Spieler, dann hast du Freunde nur dabei. Aber dann wirklich vor einer großen Kulisse zum Spielen, das ist natürlich, ja, nicht, ich sage mal, ein bisschen einschüchtern, aber es gibt ein gutes Gefühl. Und es hat Spaß gemacht, aber natürlich war ich bei den ersten Spielen ein bisschen nervös. Weil du magst ja abliefern, du magst Klar. sagen, was du kannst. Wie war dein Und erstes Spiel? Hast du Einsatzzeiten bekommen oder warst du eher Bankwärmer? na, ich habe meine Einsatzzeit schon bekommen und aber ich kann mich nicht mehr erinnern, gegen wen oder wie der Wechsel war. Auf jeden Fall wollte ich, dass es nicht mal so schlecht war, der Wechsel oder das Spiel. Und ja. Kriegt man die Leute, die Zuschauer, kriegt man das mit? Am Eis Wenn oder ist man man auf dem fokussiert? Eis steht, also wenn man auf dem Eis steht, kriegst du eigentlich wirklich nichts mit, da bist du wie im Tunnel und ja, erst ein bisschen mitkriegst, wenn du ein bisschen also Pause hast auf der Bank, Verschnaufspause hast und dann merkst du mal ein bisschen, was außenrum vorgeht, was, wenn mal eine Fehlentscheidung vom Schiri ist, dann wie die Fans reagieren, wie ob sie ausflippen oder so, das kriegst du dann mit, aber so auf dem Eis, da kriege ich bis heute noch nichts mit. Du und da schon dann angefangen, die ersten Autogramme zu geben, oder? Genau, ja. Das ist doch Wahnsinn, oder? Wenn man das erste Autogramm, klar gibt man Freunden gerne Autogramm, aber wenn wirklich eine fremde Person hergeht und sagt, Herr Carsten oder Maxi, kann ich ein Autogramm haben? Das ist für ein Ego schon, das pusht einen, oder? Ja, es ist ein cooles Gefühl, wenn man da jemanden eine Freude machen kann und das Gefühl ist bis heute noch. Also wie gesagt, wenn irgendwelche kleinen Kinder zu mir herkämen oder erwachsene Sammler oder was weiß ich, dann gefällt mir das, wenn ich denen eine Freude machen kann und dem einfach nur eine Unterschrift gebe. Welche Nummer hattest du beim SCR in der ersten Mannschaft? Die 93. Auch. Und warum genau die Genau. 93? Also die 7 habe ich gehabt in der Jugend, komplett in der Jugend, also mit der habe ich angefangen und dann auch aufgehört. Und dann, als ich zur ersten Mannschaft gekommen bin, war die 7 leider vergeben. Jeder Okay. Garmisch-SCR-Fan müsste wissen, an wen. An Dann war wen auch denn? klar, Tim Reagan. Ah, okay. Alles klar. Siehst du Ja. es? Ja. Und ja, war natürlich klar, dass er die nicht abgibt. Deswegen war ja die Frage, ob ich 77 oder dann eben mein Jahrgang nimm, die 93. Und dann habe ich mich für 93 entschieden. Und diesmal bis halb sieben. Und dann warst du 3 Jahre in der ersten Mannschaft, oder? Hast ordentlich gespielt? 4. Wurdest ja dann ganz schnell Stammspieler, denke ich mal. Warst du dann auch, hattest du Erfolge wie Topscorer der Mannschaft, Assist Leader oder weiß Gott was? Hast du dich da schnell eingefunden oder war es noch für den jungen Maxi relativ schwer, sich zu profilieren? Die ersten 2 Jahre waren ziemlich verhalten, da die Saison. Also es Okay. lief nicht schlecht, aber auch nicht super überragend. Es lief gut, habe meine Punkte gemacht und im dritten Jahr habe ich dann meinen Durchbruch gehabt. Da hat mir der Toni, also unser Trainer damals, Toni Grinner, hat mich mit zwei Ausländern zusammen in der Reihe spielen lassen. Und da hat es dann wirklich vom ersten Spiel Tag an klappt, dass ich Tore geschossen habe, dass ich Assists gegeben habe und in dem Jahr bin ich auch bester Torschütze geworden in der Mannschaft. Also habe 27 Tore gemacht und ja, da war ich dann auch sehr stolz drauf. Wer war denn immer so dein Eishockey-Vorbild? Alex Ovechkin, Okay. Washington Capitals und ja, Pavel Datsyuk. Aha. Der eine hat halt den besten Schuss in der Liga gehabt und der andere die besten Hände und das kombiniert, ja, das hat man immer versucht zu schaffen, war aber nie irgendwie möglich, weil die haben echt zaubern können, die zwei, Ja. und ja. Du, und wie schaut es ausrüstungsmäßig aus? Also ich habe jetzt hier so ein Ding an, ist ganz klar.
ab einem gewissen Level, wie jetzt zum Beispiel beim SCR, wir fangen jetzt gleich an mit EHC, darfst du da dir zusammen kaufen, was du willst, oder musst du da gewisse Sponsoren, Ausrüstungen und so weiter durch Sponsoren tragen? Ja, jede Mannschaft hat einen Sponsorenvertrag mit der gewissen Marke und da muss man auch schauen, welche Ausrüstungsteile davon betroffen sind. Schulterschutz habe ich damals meinen eigenen spielen müssen, weil man den jetzt nicht sieht, wenn man auf dem Eis ist. Da hat man jetzt Trikot drüber, aber jetzt Handschuh, Helm, Schläger, Schlittschuhe hat man halt von dem Sponsor anziehen müssen oder sollen. Es gibt immer so Ausnahmespieler, die eigene Sachen nur sagen, tragen dürfen oder von anderen Marken. Und ja, aber wie gesagt, das zieht sie vom SCR bis zum EHC hoch. Also, Du, aber wie ist es? Ich meine, Eishockey und Skifahren ist ja ein sehr, sehr teurer Sport. Ich meine, die Eltern der Torwärter sind ja immer die ärmsten von allen, weil die dürfen ja ordentlich immer hinblättern. Wird man ab einem gewissen Level, muss man da seine Schläger noch selber kaufen oder hat man, kriegt man alles gesponsert? Ja, meine Eltern waren sehr großzügig. Die haben uns Vor allem drei eigentlich, dreimal. die haben uns Wahnsinn. drei durchzogen, ja. Aber wie gesagt, damals war es, glaube ich, noch so, dass wenn Thomas Meyer beim Eishockey-Shop war, damals der Deal, glaube ich, und da hat man also ein paar Prozente gekriegt, weil man halt wirklich dann von so Saisonstart hat man da wirklich alles neu gekauft, gewisse Ausrüstungsteile hat man neu gekauft. Und Ja. aber wie du gesagt, die ganzen Goalies, die kosten einen Haufen Geld. Also ich hoffe, dass mein Wahnsinn. Bruder nicht irgendwann mal Torwart werden will, weil dann weiß ich nicht, ob ich den halt reinstecke. Aber Und dann in der ersten Mannschaft beim SCR hast du schon eher da mal ein geiles Bild von dir. Also ich habe immer Vorgespräche, da ist er. genau, da der Leo, Der der Leo, Drache. sehr stark. Du, Ja. aber so in der ersten Mannschaft vom SCR und so, da hast du dann alles bekommen, da muss man dann nicht mehr kaufen, oder? Nee, da kriegst du dann alles vom Team gestellt und ja, genau, da muss man dann nichts mehr kaufen. Da war dann, also meine Eltern haben drei Kreuzzeichen gemacht, als sie dann durch war. Ja, klar, das glaube ich. Hast du eigentlich Und mit ja. einem von deinen zwei Brüdern mal in einem Team gespielt oder gegeneinander? Mit dem Beni habe ich, glaube ich, 2 Jahre in einem Team gespielt, in Garmisch. Ist es cool, weil man sich blind versteht oder hasst man sich mehr, weil es der Bruder ist? Sowohl als auch. Okay, okay. Also, es war eine super lustige Zeit. Und der Beni, den man kennt, weiß, dass er ein guter Quatschkopf ist, der Wahnsinn, jeden ja. Spaß zu haben ist. Stimmt, ja. Und so war er auch in der Kabine, dass ich mir ab und zu gedacht habe, so, was macht denn der jetzt schon wieder? Aber wie gesagt, es war immer Gaudi und ja, habe Ich die habe so Zeit so ein genossen. cooles Bild von dir bekommen. Erzähl mal, Ja. was? Erzähl mal diese Geschichte bitte kurz. Du als kleiner Pumuckl, oder? So sieht man es am besten ja Genau. wohl. Und Ja. meine Mama ist Meister Eder. Stark, 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 Ja. stark. Und da habe ich noch eins. Zu welcher Zeit war das? Ich sehe nur Gaper Tourismus. Also das war jetzt, wo wir gerade drüber reden, oder? Das war SCR-Zeit. Genau. Das zweites Jahr war, oder mein Oh. drittes sogar. Ja. Gibt es denn beim Ja. Eishockey natürlich, du spielst ja immer gegen dieselben Mannschaften. Gibt es Gegner, wo du sagst, hey, mit den Jungs ist es echt lässig, A, sind sie gleich gut oder ein bisschen besser, sind aber fair? Oder sind eigentlich alle Mannschaften immer Wahnsinn? Ja, Also es weißt du, gibt ja so so Trash Trash-Talk Talk und und was reden denn so? Ich meine, du als Stürmer, du darfst dich immer mit die großen Verteidiger unterhalten am Eis. Was kriegt man denn da so für Nettigkeiten alles gesagt? Ja, alles Mögliche. Also ich Wirklich? kann jetzt so, ja, wirklich alles Mögliche. Es ist zum Teil nicht jugendfrei und Nein! ja, du machst ja den Spieler unter die Haut gehen und da Ja. musst du einmal Sachen raushauen, die zum Teil auch unter der Gürtellinie gehen. Und ja, aber es ist, wenn einer was zu mir sagt, dann lache ich meistens drüber, weil ich weiß ganz genau, wenn du was sagst und es lacht jemand drüber, dann ärgerst du dich einfach no mehr. Bist du Und auch einer, der ein bisschen so trash-talkt? ja, definitiv.
Ja? Also, ja, ich mag das schon gerne. Hast du einen Lieblingsgegner? Früher war es Wolfsburg, weil ich damals, wie ich frisch in die DEL gekommen bin, habe ich da ziemlich oft getroffen. Und aber mittlerweile habe ich gar keinen Lieblingsgegner mehr. Es gibt eigentlich nur noch so Hassgegner, wo man wirklich gar nicht mehr gegen die spielen mag. Das ist zum Beispiel Bremerhaven, weil du kannst nicht einmal Deutsch, irgend mit, also mit niemandem Deutsch reden in der Mannschaft von denen, sondern alles nur wirklich Ausländer. Und Mannheim geht zwar immer hitzig her, das sind immer sind gute Spiele. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit Markus King, auch erfahrener, gegen den hast du ja auch gespielt? Sieht man sich da vor dem und nach dem Spiel und sagt so, hey, geh mal halbe trinken, oder ist es wirklich so professionell, mag sich Bus, adieu, ciao und das war's? Na, es fängt ja schon dann nach dem Shake Hands, nach dem Spiel. Während dem Spiel ist wirklich alle fokussiert. Da bin ich einmal sauer auf ihn oder eher sauer auf mich gewesen. Und das ist aber beim Webermau, so an und beim Weber Markus. Also wie gesagt, wir lachen auch dann ab und zu noch auf dem Eis und sehen da unseren Schmarrn, aber wie gesagt, wenn ein Shake Hands ist, dann ist wirklich alles gut. Jetzt mal Und wirklich eine Frage, die mich unheimlich interessiert. Angenommen, es kommt zu einem Handgemenge und es ist ein guter alter Freund. ja. A, kommt es gar nicht unter guten Freunden, weil man hat ja gute oder beste Freunde sogar, kommt es gar nicht so weit, oder wäre es auf dem Spielfeld wirklich so, wenn du einen super guten Freund hast und es kommt einfach zum Punkt, würdet ihr euch dann schlagen oder eher nicht? Na, glaube ich nicht, aber wie gesagt, mit der ich weiß, dass der Mau mich zusammenfand hat und der Mau weiß, dass ich ihn zusammenfand hat. Also wie gesagt, da Okay. wäre keiner verschont. Ja. Aber wie gesagt, man mag keinen verletzen, man mag einfach nur dem anderen ein bisschen den Spaß und geben, dass man da einen checkt. Aber wie gesagt, ich glaube, zum Fight oder so, das ist nie dazu gekommen. So, wir reden jetzt, sagen wir mal so, vom letzten Jahr, im vierten Jahr beim SCR, erste Mannschaft. Der Maxi fährt heim. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kam es zum EHC? Bahnt sich das an, oder kriegst du einen Anruf Münchner Nummer, du gehst hin und die sagen, Maxi, wir wollen dich? Gute Frage gewesen. Das hat schon in meinem dritten Jahr angefangen, da Okay. wo ich meinen Durchbruch gehabt habe. Da war der Christian Winkler schon oft bei uns im Stadion mit meinem München-Trainer, meinem Tom Jackson, und da bin ich denen schon aufgefallen. Da haben sie mir dann, glaube ich, schon Angebot gemacht oder war es im Gespräch, dass ich in München unterschreiben soll. Habe mich aber dann nochmal für ein Jahr in Garmisch entschieden, weil ich selber der Meinung war, dass ich mehr Spielpraxis brauche, als wie wenn ich jetzt schon zu früh in die DEL gehe und dann nur auf der Bank sitze. Das tut mir selber nicht gut. Richtig. Habe dann nochmal ein Jahr in Garmisch unterschrieben, wie ich gesagt habe. Und dann war es ziemlich schnell klar, dass ich in München unterschreibe, weil mir das ganze System gefallen hat, dass ich nah bei meiner Heimat war, dass bei meiner Familie, meine Freunde um mich, ein Top-Club gewesen. Und ja, das hat einfach alles passt in der Zeit, und die Entscheidung bereue ich bis heute nicht. Du, was macht, hast du mehrere Angebote gehabt oder war einfach nur EHC für dich? Klar, natürlich, die Circumstances waren klar, waren optimal für dich, Ja. München in der Nähe von Garmisch. Bist du dann eigentlich nach München gezogen oder bist du gependelt? Nein, ich bin nach München gezogen, fest. Okay. Du, Ja. aber hätte es noch andere Vereine geben oder auch im Ausland, die dich haben hätten wollen? Im Ausland jetzt nicht, aber damals war dann die Entscheidung zwischen Hamburg und München. Hamburg hat lustigerweise ein Jahr noch DEL gespielt, bevor sie dann bankrott gegangen sind, beziehungsweise die Lizenz verkauft haben. Und ja, ich habe mir damals schon überlegt, ob ich mal vielleicht einfach Erfahrung zum Sammeln weg von daheim, Ja. komplett nach Hamburg, einfach, dass man das mal als Erfahrung gemacht hat. Und dann irgendwie bin ich trotzdem zum Schluss gekommen, dass mir das ganze München-System, Heimatverbundenheit, doch mehr meine Sache ist, und habe mich dann auch für München entschieden. Heimatverbundenheit finde ich auch dieses Bild sehr, sehr passend. Wo war denn das? Du in Lederhosen? Ja, das war in Garmisch mit meinem besten Freund, dem Wally. Haben wir ein Derby gewonnen
Und dann haben wir, glaube ich, durch eine Werbeaktion im Radio haben wir dann gesagt, wenn wir das Spiel gewinnen, der Walli und ich, der mal Schuhplatteln auf dem Eis und So. Fingerhackeln. Genau. So, der Maxi Kastner hat unterschrieben, es geht los, erstes Training. Wie muss man sich das vorstellen? Hast du da dein eigenes Zeug dabei oder kleiden die dich zuerst ein? Kriegst du Interviewkurse, wie man Interview führt? Kriegst du Benimmregeln? Wie läuft es ab? Werden Autogrammkarten zuerst gemacht? Wie ist da das Prozedere? Ja, wo ich unterschrieben habe, hat sich dann der Betreuer ein bisschen um mich gekümmert. Er hat mir gesagt, was ich für Größen bei Ausrüstungsteilen spüre. Und dann bin ich so eingekleidet worden, auch mit Trainingsanzug, Sportklamotten und etc. Ja, und dann hat man vor der Saison, das haben wir jedes Jahr, also ich kenne das mittlerweile auch schon ziemlich auswendig, ein kleines Meeting von der Red Bull, was das Unternehmen ist, wie es aufgebaut worden ist, wie sie den Sport supporten und genau, und dann was man auch zum Teil sagen, was No-Gos sind, was man sagen und so Art Benimmregeln, wie du es genannt hast oder genannt hast. Ja, und dann geht es eigentlich ziemlich schnell zum ersten Eistraining. Und da Höllen aufgeregt, oder? Ja, das war schon ein cooles Gefühl dann. Ich Das meine, glaube ich. das war in dem Jahr, wo wirklich einige NHL und Ex-NHL-Spieler da waren. Auf denen schaust du natürlich auf und habe natürlich gleich geschaut, dass ich da irgendwo Anschluss finde und mir Sachen abschaue. War schon eine geniale Zeit. Du hast dann mit NHL-Spielern zusammengespielt. Ist dann wirklich das Niveau von Maxi Kastner zu dem ehemaligen NHL-Spieler, muss man sich das wirklich so krass vorstellen? Weil du bist der Rookie, du hast noch nicht diese DL-Luft geschnuppert, bist wahrscheinlich auch noch nicht, hast noch nicht dieses Selbstvertrauen, man ist ein bisschen vorsichtig. Wie hast du dich da gefühlt oder wie fühlt man sich da? Ja, gute Frage. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Das Ganze war so, ich war klar, war ein bisschen eingeschüchtert, weil ich wollte mich aber nicht verstecken und dann kann man die NHL-Spieler, bei denen ist es gleich, was die drauf haben, warum die damals in der besten Liga gespielt haben und Was sind es das war ja so? nicht. Was, wenn du jetzt sagst, boah, der ist so krass? Ist es das Auge? Ist es die Fitness? Ist es der Schuss? Ist es, was ist es? Meistens beides kombiniert. Also es waren wirklich, wie gesagt, ich kann ein Beispiel nennen, Derek Roy, der aktuell bei uns in der Mannschaft spielt. Du siehst einfach, dass der das Auge hat, der die Hände dazu hat, der das fast das Wichtigste, das Spielverständnis, den Spielwitz mit sich bringt. Du siehst einen guten Spieler meistens daran, wenn er einen Spielwitz hat. Wenn er nicht Ja. irgendwo mit Scheuklappen auf und dann irgendwo in die Ecke reinrollst und sonst irgendwas. Und das siehst du bei denen. Und bei mir selber war das immer so, als junger Spieler wird dir gesagt, in der ersten Mannschaft, hey, wenn du die Scheibe hast, du darfst sie nie an der blauen Linie verlieren, schießt sie rein und lass hinterher. Und bei denen ist so, die können mit der Scheibe umgehen, selbst wenn sie sie in Viertel rein schießen, die können wieder an die Scheibe. Oder die spulen sie so sicher, dass kein Puckverlust zustande kommt. Ja. Und da musst du halt irgendwann, habe ich auch lernen müssen, du musst einfach in der Situation aus der Komfortzone mal raus, dass du wirklich, wenn es einen Fehler macht, passiert es. Aber wenn es ein zweites Mal macht, dann sollte es eigentlich nicht mehr passieren. Richtig, Das ja. Wichtigste ist eigentlich, jeder darf Fehler machen, aber du musst aus Fehler lernen. Ja. Und das ist eigentlich ein großer Unterschied, was du von einem Rookie zum NHL-Spieler siehst. Der macht Ja. die Fehler nicht mehr. Ja. Und die Fehler habe ich damals gemacht und habe sie aber mittlerweile auch abgestellt. Bist du eigentlich als Profi, bist du selbstständig oder bist du angestellt? Wie muss man sich das vorstellen? Gehst du im Sommer stempeln oder bist du als Eishockeyspieler ganz normal angestellt wie alle anderen? Damals bei Garmisch also ich bin immer angestellt, Ja. habe einen Vertrag von Anfang der Saison bis zum letzten Saisonspiel gehabt und danach bin ich stempeln gegangen. Okay. Weil es einfach, es ist schwieriger, Arbeit zu finden, die für 2 Monate geht und du Ja. danach wieder sagen musst, hey, ich bin danach weg, weil meine Saison wieder hochgeht. Ich muss aber in der Zeit auch noch trainieren, muss mich fit halten und alles. Das ist ein bisschen schwierig. Und mittlerweile habe ich das Glück, dass ich bei München bin und da wirklich einen 12-Monats-Vertrag habe.
Ah, perfekt. Und ja, also wie gesagt, ich muss auch zweimal am Tag trainieren. Also Wollte ich gerade fragen, wie schaut ein ganz normaler Tag während der Saison? Im Sommer ist es eher Ausdauergeschichten, denke ich mal. Sehr viel Koordinationstraining, denke ich mal, auch Krafttraining. Aber wie schaut ein normaler Arbeitstag bei Maxi Kastner während der Saison aus? Ich stehe auch von der Früh, ziemlich um 7, kurz vor 7. Dann mache ich mein Frühstück, gehe oder fahre ins Stadion, je nachdem, wie das Wetter ist. Dann um 8 Uhr, 8.15 Uhr beginnt das erste Workout schon. Also wir haben Dienstag meistens Beine und am Mittwoch immer Oberkörpertraining. Danach geht man zusammen aufs Eis für Nach dem Stunde, eineinhalb. Krafttraining. Genau, geht man Stunde, Stunde. 1,5 Stunden nur aufs Eis. Am Dienstag ist es sehr intensiv, das Eistraining. Mittwoch schon ein bisschen relaxter und am Donnerstag ist es wirklich nur noch so ein bisschen routinemäßig, dass du dich aufs Spiel nochmal vorbereitest, Überzahl, Unterzahl trainierst und solche Sachen. Am Freitag, ja, ist ein bisschen Pre-Game-Skate, einfach in der Früh ein bisschen anschwitzen. Am Abend das Spiel und wenn ich jetzt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training habe, dann habe ich ja am Abend, Nachmittag meistens frei. Und ja, so schaut mein Tag dann aus. Du, und wer kocht für dich? Ich meine, ihr Profisportler müsst ja auf Eiweiß, Kohlenhydrate, die Gewichtung, Eiweiß zu Kohlenhydraten und so weiter. Ihr dürft ja, klar könnt ihr nach dem Spiel was essen, was ihr wollt, ist schon klar. Aber ich meine, ihr müsst schon achten darauf, dass eure Eiweiß- und Kohlenhydratspeicher aufgefüllt sind. Habt ihr da ein Stammlokal, wo 20 Kilo Nudeln liegen oder muss deine Lebenspartnerin dran glauben und kochen wir wahnsinnig? Also wir haben einen Italiener immer in München, bei dem gibt es immer gute Nudeln und einmal Schnitzel und was weiß ich, was da ist, Hamburgs, also bei dem kann, als mir kennen, bei dem stellen, was man mengt, der macht alles für uns. Ich koche meistens selber auch für mich, also Okay. Weil Ernährung ich ist ja koche sehr gerne, wichtig. Ja. genau, ich koche mittlerweile sehr gerne, hab mir einen Thermomix gekauft. Cool. Den hier, ja, hat er Zeit gegeben, wo ich ihn wirklich gar nicht mehr benutzt habe, weil mir das ganze Kochen ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Dann bin ich halt mehr essen gegangen und ja, aber mittlerweile koche ich wieder sehr gern. Sehr Und gut. ja. Erstes Spiel beim EHC München. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, also erstes Wie, Saisonspiel. ja, erstes Saisonspiel oder erstes, wie haben dich die Fans aufgenommen? War das eher so ein Fragezeichen oder bei jetzt momentan, ich meine, wenn man Maxi Kastner eingibt, steht überall, ich finde es ja schon fast Wahnsinn, Publikumsliebling, Maxi Kastner und bla bla bla. War es von Anfang an so? Und die nächste Frage wäre, was hat dich zum Publikumsliebling gemacht? Na, ich würde jetzt nicht sagen, dass es von Anfang an war, aber ich würde jetzt behaupten, dass es eher so meine Spielweise ist, dass ich, ja, wie gesagt, harter Mann gehen kann, dass ich sowohl, Wow, Maxi in Aktion, gut aussehend. Wahnsinn. genau. Deine Spielweise, glaubst du, hat dich zum Publikumsliebling gemacht? Ja, auch, und dass ich, wie gesagt, weiß, wo das Tor steht. Ja, Also ich das. konnte Tore schießen, ich konnte Pässe spielen und ich glaube, das ist eher so immer das Gesamtpaket, was dann an Fan begeistert. Du und erstes Spiel nervös oder hast du da schon abgeliefert? Gut, das erste Spiel war ich eigentlich nur in Garmisch im Vertrag, habe aber durch Okay. Förderlizenz habe ich in München gespielt für ein Spiel, das war in Hamburg. Und die Hamburger Halle war natürlich sehr groß damals. Und das war dann schon ziemlich, also ich war ziemlich nervös, muss ich echt sagen. Wir haben nicht gewusst, was auf mich zukommt, wie schnell das Spiel ist, wie stark die Verteidiger sind, wie sie am Mann gehen und alles. Hat aber gut geklappt. Also ich habe da überzeugen können. Super. Dadurch habe ich dann schlussendlich einen Vertrag nochmal gekriegt bei München. Und das erste Saisonspiel, das war wirklich ein Highlight. Das war in Wolfsburg. Da bin ich frisch von der Verletzung gekommen, weil ich mich in der Vorbereitung verletzt habe. Habe dann ein Tor geschossen und Assist
gemacht und ja. Dann ist ja die Last schon mal weg, oder? Ja, erst wo ist, der Puck ist drin und dann ist, wow, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Genau. Gibt es eigentlich, also wie gesagt, ich bin kein Eishockey-Fan, ich finde den Sport wunderbar und ich schaue mir auch sehr viele Dokumentationen an. Es gibt doch diese Goons, die Tough Guys in der NHL. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind die Leute, die definitiv tolle Eishockey spielen können, aber die wahrscheinlich mehr durch ihre körperliche Präsenz überzeugen als durch ihre Technik. Das habe ich jetzt schön gesagt, oder? Findest du nicht? Das war perfekt formuliert. Hast du, gibt es so Mannschaften, du als Stürmer, wo du weißt, okay, der Tough Guy von einer anderen Mannschaft, oder gibt es das in Deutschland überhaupt? Fangen wir mal so an. Es gibt die Spieler oder die Spielweise, ja. Der Spielertyp. Mittlerweile nimmt es aber eher ab, weil die nicht mehr okay. stark sind. Aber zum Beispiel unser Verteidiger, Keith Orley, stärkste Fighter in der Liga. Also er ist fast 2 Meter groß, bisschen mehr wie 100 Kilo, aber Kraftpaket, also wirklich durchtrainiert und der hat 2 Bratpfannen. Also wie gesagt, ich habe mir versucht, einmal mit dem ein bisschen Ohr zu legen. Ich habe so schnell wie ich gar nicht schauen können, war ich auf dem Eis gelegen. Echt? Also, wie gesagt, ja, also der hat mir jetzt nicht geschlagen, aber der hat mir jetzt so gemacht, muss... dass ich wirklich gar nichts mehr machen habe können. Aber wie gesagt, die Spielertypen nehmen ab, weil die haben früher nicht gut Eishockey spielen können. Genau. Aber mittlerweile kennen mittlerweile Eishockey spielen. Also wie gesagt, der Keith ist ein super Verteidiger, der super Pässe spielt und einfach hinten aufräumt, wenn es sein muss. Ja. Ja. So einen Spielertypen brauchst du an deiner Mannschaft, damit du den gewissen Respekt von dem gegnerischen Team kriegst. Das ist klar. Hast du eigentlich, das habe ich vorhin fast vergessen, gab es bei dir eigentlich so ein Aufnahmeritual, wo du dann nach München kamst? Also ganz früher in den 90er, wo du auf die Welt kamst, gab es doch diesen Film Bodycheck, der kam aus den 80er, war so eine Religion für jeden Eishockeyspieler, da wurde immer geschäft. Diese Tradition, glaube ich, gibt es jetzt nicht mehr. Gibt es irgendein Ritual? Musstest du einen Kasten Bier zahlen und so weiter? Oder war, ist das im Profisport dann immer so? Wie damals in Garmisch das erste Jahr war, haben wir Weihnachtsfeier gemacht in der Kabine und dann habe ich einen Weihnachtsbaum spielen müssen. Einen Weihnachtsbaum spielen? Ja, wir sind halt mit 2 Schlägern ist ein Kreuz gemacht worden und hat mich dann so festhält worden, bin ein bisschen beschmückt worden mit Zweigen, mit Weihnachtskugeln. Und ja. Aber beim ERC nicht mehr dann. Nee. Du, und kommen wir wieder zurück. Gab es auch schon mal so Ansagen von deinem Coach? Ey Maxi, pass auf, die Nummer 33 findet dein linkes Ohr blöd, der mag dich glatt machen. Gibt es solche Ansagen? Na, das merkst du meistens selber. Okay. Wenn Spieler einen Kicker auf die hat, aber danach zum Beispiel soll ich nicht. Der Typen wie ein Key, die ja. fahren dann auch mit dem Spieler hin. Jetzt ist die Verbindung kurz weg. Gerade wo es so spannend war, liebe Zuschauer, das war klar. Das war klar. Tja, hoffentlich kommt er nochmal zurück, der liebe Maxi. Ja, er ist wieder da. Sehr gut. Ich bin wieder da. Ja, super. Sorry. Es fährt gerade irgendwas Großes an dir vorbei, macht nichts. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema, dann geht dein Teamkollege und dann warst du weg. Genau, und dann fährt er zum anderen zum Gegenspieler hin und dann sagt er, wenn es weiterhin so einen Schmarrn macht oder die beweisen willst, dann fahr ich die wirklich durch die Bandentür raus und ja. Echt jetzt? Ja. Super. Also es wird auch untereinander geschaut, dass man sie gegenseitig schützt. Und dann kann schon mal passieren, dass der von uns zum anderen entfährt und sagt, hey, wenn es weiterhin das macht, dann ja. Wahnsinn. Kann sein, so. ERC Maxi Kastner ist schon integriert. München liebt den Maxi aus Fahrhand. Wir kommen zu dem wichtigsten Jahr und ich brauche, glaube ich, jetzt bloß ein Bild zeigen, liebe Damen und Herren, denn
Ich glaube, dieses Bild sagt alles. Das war das Meisterschaftsjahr. Also ich finde dieses Bild so sensationell. Ich meine, es ist ja von jedem, jeder Sportler hat ja irgendwo oder jeder, der eine Leidenschaft hat. Und meine Sendung hier heißt ja Leidenschaft, Passion. Deine Leidenschaft ist das Eishockey. So, dann kann man sagen, der eine oder andere findet die Clubmeisterschaft intern im Penaltyschießen ist ein wichtiges Ziel. Viele Eishockeyspieler in Deutschland haben ein Ziel, einfach nicht abzusteigen. Viele wollen aufsteigen, aber du hast den Pokal gewonnen, von dem jeder träumt. Realisiert man das in dem Moment? Oder ich meine, das ist ja für jeden deutschen Eishockeyspieler das Ziel. Wie lange hat es gedauert bei dir, dass du gewusst hast, hey, ich bin deutscher Meister, DEL? Das realisiert man eigentlich erst ein bisschen später, weil du wirklich so eine Anspannung, ich meine, die Bilder oder das Bild, was du gerade gezeigt hast, das war Spiel 7, also wirklich das letzte Spiel in der Playoff-Serie gegen Berlin. Und da hieß es einfach, ja genau, wenn Berlin gewinnt, wären die Meister gewesen, und wenn wir gewinnen, da sind wir auch Meister geworden. Und da fällt einem einfach so, ja, so die Last ab, dass du wirklich erst einmal ein bisschen brauchst, dass du das realisierst. Aber danach sind die Gefühle umso größer. Also wie gesagt, ich war kurz danach, war ich schon, glaube ich, auf Promille 2 unterwegs. Ja, und das ist ja Wahnsinn. Ja, da lässt man einfach jede... Wo seid ihr dann hingegangen? Klar, in der Kabine die Hölle, oder? Oder genau, gibt es so einen EHC-Club, wo alle immer hingehen und feiern? Ja, erst haben wir die Kabine ein bisschen kaputt gemacht, haben da Radau gemacht, und dann sind wir im Burger Lobster Bank gegangen, heißt es. Das ist von unserem Torwart, der Guter Spätzle, die Bar. Also die ist ziemlich angesagt in München, und eine super Bar, kann ich jedem nur empfehlen. Kann man sehr gut essen. Müsst ihr dann Uni, also müsst ihr alle gleich gekleidet sein? Seid ihr so wie in der NHL mit Anzug, oder dürft ihr in München schon dann das tragen, was ihr wollt? Nee, wir haben alle das Gleiche an. Also echt? Hose ist egal, ja, aber wir haben ein Hemd mit Sakko, was jeder gleich anhat. Und dann sind wir da eben, wie gesagt, in die DLB-Bar gegangen, und dann ziemlich schnell sind die Ärmel abgerissen worden überall, und dann sind die Knöpfe aufgesprungen, und ja, schlussendlich sind wir da irgendwann einmal oberkörperfrei einfach nur noch rumgelaufen. Und ja, okay, ihr könnt es euch leisten. Wenn ich das machen würde, wäre das Lokal leer. Bei euch wird es voller sein. Du, aber das war doch der allererste Pokal für den EHC, oder? Nee, das Bild war der dritte schon. Das waren die drei Meisterschaften hintereinander. Aber ich meine, ja, dieses Triple, davor hatte der EHC noch nie irgendwie was anderes. Wahnsinn. Nee, das war davor, glaube ich, nur die Aufstieg. Auch ja, nicht Pokale, aber das war wirklich der High-End-Pokal. Trudeln dann bei einem deutschen Meister wie bei Maxi dann zwei Wochen später schon Angebote? Oder hast du einen Manager? Oder wie läuft das? Oder wirst du per Facebook angeschrieben? Du Maxi, wir würden uns gerne mal mit dir unterhalten. Oder wie muss man sich das vorstellen? Seit ich 17 bin, habe ich einen Agenten, der für mich die ganzen Sachen macht, der die Angebote einholt, der mit den Clubs verhandelt, und ja, bisher hat er eigentlich nicht viel für mich machen müssen, also bis auf Garmisch und München immer alles abzuklären. Ja, so läuft es bei mir ab. Wo sieht sich der Maxi in 3-4 Jahren? Oder was ist sein Traum? Also sportlich gesehen. Ja, habe ich ja noch gefragt bei München. Genau, und dann hoffe ich, dass es immer noch weiterhin klappt, da die Sau gern nur in München. Weil, wie gesagt, ich einfach immer noch sehr heimatverbunden bin, habe immer, ich habe meine Kontakte mittlerweile an München aufgebaut, und der Freundeskreis ist ziemlich groß geworden auch in München. Deswegen, ja, würde ich mir wünschen, wenn ich in 3-4 Jahren immer noch in München bin. Schön. Das ist doch das Schönste, was man sagen kann. Du, und wirst du in München erkannt auf der Straße? Zum Glück nicht. Ja, das glaube ich. Das haben wir wirklich nur, sagen wir mal, unbekannt. Und ja, bin ich ja ziemlich froh drum, weil wenn ich sehe, wie die Bayern-Spieler da
Wahnsinn. Erkannt werden oder mit denen umgegangen wird, das ist, macht einfach keinen Spaß. Du hast einfach keine Freude mehr, wenn du am Marienplatz irgendwo hingekommst oder irgendwo zum Essen, weil du immer nach dem Bild gefragt wirst, wirst immer nach Unterschrift, wirst überall aufkreuzen und das kann mir nicht mehr Spaß machen. Das glaube ich. Maxi, ich möchte dir nur vom ganzen Herzen nur das allerbeste wünschen, natürlich. Und das ist das Allerwichtigste für einen Sportler, verletzungsfrei. Und gerade im Eishockey hast du es dir verdient. Du bist eine Marke, bist ein ganz toller Typ. Und ich wünsche dir jetzt hier von deiner Heimat aus, du bist gerade wo? Darf ich das überhaupt sagen? Frankfurt. Also in der Nähe von Frankfurt in der Rottgau. Genau, beim Sohnemann, beim Leo. Okay. Und versuch da jetzt durch die Zeit halt das alles mitzukriegen, wie der aufwächst. Ja, du, dann gib deinen Sohn und deiner Frau, sag der Frau Grüße, dem Sohn der Bussi aus Fahrhand. Ich wünsche dir nur das Beste und wenn du wieder in München bist, dann treffen wir uns mal auf ein Mittagessen. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und ich wünsche dir nur das Beste. Du bist ein Wahnsinnsathlet und ein Vorzeigesportler und das sage ich nicht nur, weil ich schleimen will, muss ich ja nicht. Du bist es einfach. Na, danke dir. Merci. Alles Gute und ich werde dich gleich, du bist jetzt noch im Bild. Ich möchte nur darauf hinweisen, liebe Zuschauer. Ich habe es geschafft. Es gibt einen zweiten Teil mit Daniel Neuner, der ja nach 1,5 Stunden und einem leichten Damenspitz alkoholischerweise nicht mehr aufgehört hat zu reden und wir waren erst bei der Hälfte seines Lebens. Deswegen gibt es den zweiten Teil von Daniel Neuner am Montag und nicht nur das, in der Früh kann man auch mal in die Kaffeebar Centro gehen am Marienplatz, die hat zum ersten Mal wieder offen, von 9 bis 14 Uhr. Lieber Maxi, alles Gute, ich wünsche noch einen schönen Tag und ich verabschiede dich mit dem Klassiker, natürlich einem wahnsinnigen Eishockey-Lied. Alles Gute, macht es gut und wir sehen uns am Montag. Schönes Wochenende und bleibt gesund. Ciao. Bis euch. Ciao. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Nicht vergessen, Montag 9 Uhr, Centro Bar und am Abend geht's weiter. Hier mit Daniel Neuner. Macht's es gut, bleibt's locker. Euer Marco. Ciao, Servus, macht's es gut.